Moin ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück zu Okami. Letztes Mal haben wir hier oben am Bambushain der Sasa-Zuflucht aufgehört und den Hundekrieger Gi gefunden, den wir im Kampf besiegt haben, woraufhin er uns seine Satomi-Kugel überreicht hat, weil er den Ort hier nicht verlassen kann. Erzähl dir noch was. Die Kugel der Macht hatte ich erwählt. Jetzt bin ich von meinen Pflichten. Das hatten wir schon. Ja, okay, bla bla bla. Und ich weiß nicht, er sieht noch wütend aus. Ich werde nicht zulassen, dass du Tag so fertig machst. Hör auf oder ich werde dir eine verpassen. Okay, okay, der Kampf ist zu Ende. Jo, der ist immer noch ein bisschen wütend auf uns, macht nichts. Jetzt gucken wir gerade noch, was haben wir hier? Häschen, die wollen wir noch füttern. Damit haben wir den ersten der drei verbleibenden Hundekrieger gefunden. Machen wir uns also dann jetzt gleich auf in den Agatha-Wald, den kennen wir ja noch, um dort den nächsten zu finden. Und ich glaube, dann können wir uns auch... Ich glaube, dort kriegen wir endlich die Technik, Nacht zu machen. Und dann können wir uns nämlich drauf und dran machen, die Liste, die Monsterliste noch zu vervollständigen, die wir ganz am Anfang mal bekommen haben, wenn ihr euch noch erinnert. Ja. So. Wupp. Hier entlang. Die Vögel haben wir gefüttert. Dü, 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 dü. Quelle ist auch wieder heil. Oh, ah, was für eine großartige heiße Quelle. Wölflein, ich habe eine Krawall aus der Ferne gehört, aber wieso wäschst du dich nicht, den Dreck in der heißen Quelle von dir ab? Heiße Quelle? Ich denke, wir passen. Es ist nicht an der Zeit für dich, Bambus holen zu gehen. Oh, du hast recht. Das Fest ist ja schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht? Jo, das Dorf Kamiki veranstaltet das Kamiki-Festival. In der Vollmondnacht. Zu dieser Jahreszeit. Hast du von der Legende gehört, wie die des großen Helden Nagi und Shiranui die schreckliche Bestie mit Hilfe der Götter besiegt haben? Darum zollt das Dorf den Göttern und dem heiligen Baum Respekt. Dieses Jahr ist das 100. Jubiläum des Sieges über die Bestie. Ich mache mal lieber meinen Bambuswaren fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Bratwurst. Ich liebe Feste einfach. Was zur Hölle. Wir müssen an diesem Tag unbedingt ins Dorf Kamiki gehen. Ach, und übrigens, Wölflein, ich würde dir gerne etwas geben, zum Dank für deine Hilfe beim heißen Quellengrabespiel. Es ist nichts Besonderes, aber vielleicht wird es dir nützlich sein. Hier für dich. Erhalten Meerjungfrau-Münze. Danke, Großväterchen. Wow, das ist aber eine schmutzige Münze. Es gibt überall in Nippon kleine Quellen, die als Meerjungfrau-Quellen bekannt sind. Man sagt, dass man zwischen ihnen reisen kann, indem man diese Münze hineinwirft. Wenn das stimmt, dann kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich? Das sind ja abgefahrene Münzen. Sie müssen sehr wertvoll sein. Nee, nicht wirklich. Man kann sie sogar in Geschäften hier in der Umgebung kaufen. Ich hatte sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Ich besitze leider nicht viel. Tut mir leid. Joa, ist schon in Ordnung. Und hat noch mehr zu sagen. Was will er denn noch reden? Es ist fast schon Zeit für das Fest. Der Vollmond wird bald aufgehen. Es ist jetzt genau 100 Jahre her, seitdem die Bestie besiegt wurde. Aber ich denke immer an Kaguya, wenn ich über den Vollmond spreche. Ach, wie sie es geliebt hat, den Mond zu betrachten. Ich schwelge schon wieder in Erinnerungen. Ich werde noch im Armenhaus enden, wenn ich nicht bald meine Bambuswaren fertig mache. Dann fang mal lieber an, Jung. So, wir hauen dann ab. Und machen uns direkt mal... Muss ich meinen Stuhl zur Seite rollen, auf den Weg. Wow, das war mein Gehirn. In den Agatha-Wald. Tschüss, danke für die Gastfreundschaft und ihr seid selber auch alle hässlich, ne? Muss ja nochmal gesagt werden. So, bevor wir dann abhauen, hier war so ein Speicherpunkt, genau. Einmal wieder speichern. Ist ja doch wieder einiges passiert. Dim, 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 dim. Nehmen wir mal die 8. So, 9,5 Stunden haben wir jetzt schon auf dem Tacho. Nicht schlecht. Ist schon jetzt doppelt so lang wie das neue Call of Duty. Die habe ich übrigens durchgespielt dieses Wochenende. Da ist ein Hund drin. Riley, er ist niedlich. Das war es auch schon fast. Also man merkt doch einen deutlichen Unterschied von Call of Duty, die Infinity Ward macht, und Call of Duty, die Triarch macht. Die von Triarch sind auf dem PC geil, die von Infinity Ward sind einfach nur Grütze. Wahnsinn. So, dann mal zurück.
Ich weiche jetzt erstmal den Kämpfen wieder aus. Es sei denn, es ist direkt auf dem Weg. Dann nehmen wir mit, so wie den hier. Einfach nur, weil, ja, ausweichen. Oh, nö. Muss ja mal ein bisschen was tun für sein Geld, ne? Welches Geld, das frage ich mich jetzt. Aber doch, man kriegt ja am Ende Geld. Wir müssen sowieso ein bisschen Kapital anhäufen, weil wir mal wieder ins Dojo müssen. Neue Techniken lernen. Und das kostet... Hallo, kannst du jetzt mal die Flügel kaputt machen? Das kostet natürlich halt entsprechend Kapital. Aua. Und wir sind schon ein bisschen faul, was Kämpfen angeht. Na komm hier. Yeah, kaputt. Ich glaube, man muss da Wind machen. Aber das haben wir natürlich noch nicht. Oh, jetzt habe ich gespoilert, was wir noch kriegen. Aber ich glaube, es ist mehr als offensichtlich. Windschreien, Windmühle und so, ne? Mhm. Seid mir nicht böse. Wupp, springt er zur Seite. Das sah lustig aus. So, dann mal los. Ja, die Welt ist doch schon ziemlich groß, ne? Man merkt das. Wenn man mal von einem Ende zum anderen will, da ist man ein bisschen unterwegs. So, moin. Die haben wir ja gleich kaputt. So. Jetzt kommst du. Ist das nur einer gewesen oder zwei? Ich habe jetzt nicht so genau aufgepasst. Ich hoffe, es ist nur dieser eine. Ja, was machst du denn hier? Mal da den schnell kaputt machen. Dann können wir nämlich hier noch ein schönes Dingens Zähnchen einsammeln und dann kommst du noch hier. Jo, ich zerhack's den mal und guck mal, ob das was bringt. Oh, zerhaxen bringt nichts. Zerhaxen, zerhäckseln, zerteilen. Düdel-düdel-dü. Okay. Dü-dü. Ich hab das Gefühl, es wird dunkel. Immer wieder hell. Oh, eine riesige Sonne hier. So, lass mich mal durch hier. Tschüss, ne? Ich hab alles im Griff, Leute. Ganz entspannt. Komm bald wieder. Muss man erstmal Satomi-Hundekrieger finden. Dup. Der nächste ist bestimmt Ume. Das würde irgendwie passen. Ich glaube, es ist auch so. Ich weiß es nicht mehr genau. So, nehmen wir mal unsere selbstgebaute Brücke hier. Warum bellst du? Ich habe gar nicht gedrückt. Naja, man muss auch mal so bellen können, ne? Und zurück in den schönen Wald. So, moin. Was los? Ach, du bist wieder da. Hey, hast du meinen Hund Ume gesehen? Er ist immer dabei, wenn ich fische. Aber als ich mal nicht hingeguckt habe, ist er verschwunden. Er wird doch wohl nicht in den tiefen Abgrund gefallen sein, oder? Oh, ich hoffe nicht. Das Wasser im tiefen Abgrund war schon immer irgendwie düster. Aber heute kann man ja kaum hineinsehen. Und die Oberfläche ist ganz unruhig. Meine Angelintuition sagt mir, dass der legendäre Fisch erwacht ist. Die Leute nennen ihn Mondfisch. Oh, 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 oh. Man sagt, er hätte die Reflexion des Mondes auf der Oberfläche des Wassers verschluckt. Der Mondfisch wird doch wohl nicht auch Ume verschluckt haben, oder? Nun, ich kann ihn allein nicht finden. Vielleicht werde ich mal mit dieser Dame reden, die zur Hitoshi-Quelle gegangen ist. Hitoshi-Quelle, alles klar. Wir gehen mal los zur Hitoshi-Quelle. Moin, ihr Dödel! So, Nummer 1, zack. Dam, dam, dam! Ja, fertig hier. Komm ran, du! Komm ruhig ran! Putz! So. So, jetzt noch du. Ja, nochmal. Jo, zack. Da können wir ruhig ein paar Kämpfe mitnehmen, weil das sind einfach verdiente Zähnchen, ne? So. Okay, wir gehen mal auf zur Hitoshi-Quelle. Ich glaube, das war seitlich hier hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, wir waren schon mal da bei der Quelle. Wenn ihr euch erinnert. Wir sind da rumgelaufen, aber da war natürlich noch nichts. Ja, hier oben ist sie. Sehr gut. Ach Gott. Kushi, das Wasser hier sieht so lieblich und kühl aus. Jetzt ist es Zeit zu arbeiten. Hier ist das Fass. Sieh mal einer an, es ist Kushi. Was machst du hier, Süße? Oh, ach, ihr seid es, Schneeflocke und Isun. Ich bin hier, um Vorbereitung für das jährliche Fest zu treffen. Ich bin gekommen, um Wasser zu holen für den Sake, den wir den Göttern opfern wollen. Die Leute sagen, dass das Wasser hier in der Hitoshi-Quelle göttliche Kräfte hat. Wir mischen es immer mit dem heiligen Sake,
den wir für das Fest benutzen. Auf diese Weise wird der Acht-Purifikationssarge gemacht, nicht Purification. Wow, wart mal, Schwester. Acht-Purifikationssarge? Du meinst das heilige Getränk aus der alten Legende? Genau den. Das geht zurück auf die Legende von Nagi und Shiranui. Er war der wundersame Sake, den sie benutzt haben, um Orochi zu besiegen. Anscheinend haben sie die Bestie betrunken gemacht und ihm dann seine Köpfe abgeschnitten. Also, klingt ja nett. Es riecht schon stark genug, um jeden betrunken zu machen. Ich weiß nicht, ob diese Legende wirklich wahr ist. Oder nur eine Lüge. Aber wir opfern den Göttern Sake beim Fest und beten um Frieden. Okay. Übrigens, Schätzchen, ich hab mich gefragt, du willst dieses Fass mit Wasser füllen. Da hast du recht, wir brauchen genug für alle Dorfbewohner. Deshalb muss ich das Fass bis an den Rand füllen. Aber wie füllst du ein so großes Fass mit Wasser? Und selbst wenn du es schaffst, wie trägst du es zurück ins Dorf? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Normalerweise kümmert sich Susanoo darum. Er ist so stark, für ihn ist das fast so wie für mich eine Feder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das schaffen soll. Wie dumm von mir, dass ich nicht vorher darüber nachgedacht habe. Ich frage mich, wie ich das Quellwasser ins Fass bekomme. Dummes Mädchen. Naja, zum Glück sind wir ja da, ne? Wupp. Das ist seltsam. Wie ist das Wasser von alleine in das Fass gekommen? Nimm's halt drauf. Und nochmal. Und nochmal. Das sieht doch gut aus. Bam, bam. Ja! Wie wunderbar! Das Fass ist bereits voller Quellwasser. Das wird genügend für den heiligen Sake für das Fest. Exzellent! Jetzt müssen wir es nur noch zurück ins Dorf bringen. Das nach Hause tragen, das muss eine Tonne wiegen. Was ist das denn hier jetzt? Ah, wir kriegen Besuch. Oh, was ist das? Willst du auch etwas von dem Quellwasser? Entschuldigung, ich werde das schnell aus dem Weg nehmen. Oh, was war das? Ja, das hat mich jetzt auch etwas verwirrt. Erstmal Kaffee trinken. Zurück, du Bestie. Ich spaziere hier so durch die Gegend. Und seh an, was ich hier finde. Oh, du bist es. Susanoo? Sieht schon ein bisschen zitternd aus. Noch ein Schritt weiter zu der Dame und es wird dein letzter sein. Der große Susanoo-Nachfahre des Helden Nagi verbietet es. Fürchte dich nicht, meine schöne Kushi. Susanoo ist hier, um dich zu retten. Oh, das sieht aber schlecht aus. Ich werde mein Schwert im Namen der Liebe schwingen. Susanoo Stil, Schwert der Leidenschaft. Los geht's. Meine Kushi. Oh fuck, kein Wasser. Kein Wasser, habe ich gesagt. Ach, verdammt. Ja, so viel dazu. Ah, was ist passiert? Und von vorne. Los! Wupp. Meine! Wupp. Kushi! Das ist cool, dass er gerade aus dem Ding rausspringt. In Ruhe! Boys! Hä? Susanoo, pass auf! Awesome! Du, du, du. Bum, bum. Hey,
Ey, du hast es geschafft, Alter. Das war beeindruckend. Du sahst ja erst ein bisschen ängstlich aus. Das hast du ihnen vor der Dame aber gezeigt. Susano, danke dir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche wilden Monster hier treffen würde. Bist du verletzt? Susano? Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Seltsame Dinge passieren die ganze Zeit, sei es erst dieser Felsen in Kamigi, dann der Kampf mit dem Bären und jetzt das. Mein Schwert ist mit einer seltsamen Macht erfüllt. Hör meine Worte, o Geist, der du mein Schwert bewohnst. Ich lasse mich nicht kontrollieren wie eine Marionette. Bei den Göttern. Ich werde deine schändlichen Pläne durchkreuzen. Ja, da rennt er weg. Ekelerregend, Wolfsspucke! Der wunderbare Isun fühlt sich angegriffen. Warum musste ich... Hä? Wo ist Susano? Wo ist er denn schon wieder hingerannt? Er ist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Was hat er sich nur gedacht? Ich meine, er hat doch den Kampf gewonnen. Jetzt wäre es an der Zeit, das Herz der Dame zu erobern. Zumindest hätte er ihr helfen können, das Fass zu tragen. Es ist okay, ich glaube, er muss andere Dinge erledigen. Es gibt keinen Grund, ihn damit zu belästigen. Ich bin sicher, ich schaffe das auch allein. Das klang nach dem Kleinen. Das hat sich nach diesem Kari-Jungen angehört. Steckt er schon wieder in Schwierigkeiten? Wir sollten mal nachsehen gehen, Amy. Jo. Der Hundesucher kommt wieder zum Einsatz. Oh, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet... I know. So, jetzt müssen wir aber erstmal da hinten... ist noch was grün. Das dürfen wir nicht. Alles klar, deswegen ist es nämlich noch grün. So, bevor wir jetzt da hingehen, cool wie wir sind, suchen wir jetzt erstmal den Typ mit den Zähnchen auf. Kaufen da mal ein. Das war eigentlich da oben in der Ecke. Und speichern nämlich bald, weil das werden wir diesen Part nicht mehr schaffen. Was jetzt noch kommt. Jetzt kommt wieder Story. Dann heben wir uns auf. Jetzt muss ich dann erstmal den Typen mit den Zähnchen finden. Ich weiß gar nicht mehr, wo er ist. Ich bin ja jedes Mal verwirrt, wenn ich hier bin. Irgendwie beim Eingang zur Brücke haust der Typ rum. Da werden wir ihn sicherlich auch finden. Hier müsst ihr sitzen. Da sitzt er auch schon. Moin! Merkt ihr eine Sache, Kreide? Ich werde dir nichts für nur einen lausigen Zahn geben. Geh und besiege viele Monster, dann wirst du wertvolle Schätze in die Pfoten bekommen. Jo. Jo, zeig mal, was hast du denn so alles? Holzmatte. Kostet 30. Wir haben nur 34. Spende Gold, um im Schlaf werden deine Wunden heilen. Naja, so wirklich sinnvoll ist das nicht, aber ach, was soll's. Was macht eigentlich der goldenes Amulett? Amulett mit dem Atem der Götter erhöht die Göttlichkeit auf Max. Das kann man nur einmal benutzen. Sie schöpft den Magen komplett. Okay. Und wie sieht das eigentlich bei uns mit von wegen hier skillmäßig so aus? Wir haben 150, für Leben brauchen wir 140. Und dann würde ich sagen, hauen wir das direkt mal weg. Bolz. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir mal speichern. Das machen wir am besten unten bei der Irren. Wenn ich rausfinde, wo die ist. Ihr wisst schon, diese kleine kaputte Hexe da. Müssen wir nur rausfinden. Die muss ja irgendwo muss sie ja sein. Moin. Das ist der Eingang dahin. Da ist die Hexe nicht. Und ich glaube, hier geht's raus. Da kann man natürlich auch speichern. Ich glaube, da war auch ein Speicher. Aber ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Nee, hier geht's irgendwie nicht raus. Ich will nur speichern. Ist doch denn so schwer? Warte, da vorne rum und dann nach unten, glaube ich. Da. Ich sag ja, dieses Gebiet verwirrt mich immer wieder. Oh nein, jetzt hat das auch schon. Jetzt Hähnchen ist auch schon. Okay, machen wir das anders. Erstmal öffnen wir das noch. So, ich muss ein Speicherpünktchen finden. Da gibt's doch nicht. Irgendwo muss das doch sein. Irgendwo war die doch. Gibt's doch nicht.
Da ist noch ein Ding, ne? Das wollen wir auch mal noch öffnen. Aber wir waren ja noch nicht fleißig genug, wir haben uns noch nicht alles angeguckt. Geht ja gar nicht. Das sieht gut aus, da vorne brennt Feuer. Da muss der Speicherpunkt sein. Ah. So, hier entlang. Yo, das sieht doch gut aus. Dann rein und speichern. So. So, speichern kann ich aber gleich alleine. Bevor das soweit ist, sage ich schon mal wieder Tschüss. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Kommentare und Feedback wie immer, auch trotz des neuen Behinderten-Kommentarsystems. Bitte unter das Video posten und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal.